Herzlich willkommen zur Übung des Tages. Heute geht es um Ihre Kraft und Ihr Gleichgewicht. Kraft und Gleichgewicht sind zwei wichtige Faktoren, die Sie ständig im täglichen Leben brauchen. Beispielsweise, um etwas die Treppe herunterzutragen oder aus einem hohen Regal zu heben. Stellen Sie sich aufrecht hin, die Füße circa schulterbreit. Machen Sie mit dem rechten Bein einen großen Schritt nach hinten. Bleiben Sie dabei im Oberkörper aufrecht. Senken Sie das Bein ab, bis das Knie beinahe den Boden berührt. Jetzt sollten Sie in beiden Knien einen Winkel von ungefähr 90 Grad haben. Nehmen Sie die Arme entgegengesetzt mit. Halten Sie die untere Position kurz, stehen Sie dann wieder auf und gehen noch weiter, bis Sie auf einem Bein stehen und im Hüftgelenk und Kniegelenk des anderen Beins ein 90-Grad-Winkel vorliegt. Versuchen Sie, 10 Wiederholungen zu schaffen. Wenn Ihnen die Bewegung frei noch schwer fällt, können Sie sich auch an einem Stuhl festhalten. Sie können statt eines Ausfallschrittes nach hinten natürlich auch einen nach vorne machen. Weitere Informationen zum Thema Epilepsie finden Sie auch auf der Homepage der Patientenuniversität. Viel Spaß beim Ausprobieren!